Die Situation im Iran hat sich nicht beruhigt. Sie hat sich dramatisch zugespitzt. Seit der Ankündigung der gefälschten Wahlergebnisse bis zum heutigen Tage sind zahllose Menschen getötet, verletzt, widerrechtlich verhaftet und verschleppt worden. Der freien Presse wurden die Fesseln der Zensur angelegt und die, die sich dem nicht unterordnen wollten, verhaftet und oder des Landes verwiesen, damit der Strom an Bildern und Berichten aus dem Iran verebbt. Doch kein einziger Tag, an dem wir nicht doch sehen, was geschieht, an dem wir nicht hören, dass es weitergeht mit der Unterdrückung einer legitimen Klage, während die Medien der Frage nachgehen, welche verifizierten Zahlen es über Tote und Verhaftete gibt, wissen wir doch alle mit Gewissheit, dass deren Zahl weit über die Grenze Null liegt. Doch was können wir tun, außer trauern und Mitgefühl bekunden? Dürfen wir in dieser Situation handeln? Der Iran verbittet sich jegliche Einmischung und wirft der westlichen Welt sogar die Steuerung der Demonstranten im Iran vor. Die Innenpolitik eines Landes ist eine Angelegenheit, die in seinem Innern geklärt werden muss. Dies ist eine gängige Meinung, die keineswegs unschlüssig ist, doch an der Realität vorbeigeht. Die Vereinten Nationen haben entschieden, sich in Form von massiven Wirtschaftssanktionen in die iranische Innenpolitik einzumischen. Doch diese Sanktionen sind den demokratischen Prozessen im Iran in keiner Weise behilflich und treffen den Bürger mehr als den Staat. Zudem geben sie dem Staat eine gerne verwendete Ausrede, um ihr eigenes Unvermögen in Wirtschaft und Politik zu erklären. Doch diese Sanktionen und das Verhältnis Irans zur Weltgemeinschaft muss variabel sein. Es ist an der Zeit, der iranischen Regierung deutliche Signale zu geben, dass sie, um wieder einen akzeptierten, geschätzten Teil der Weltgemeinschaft darzustellen, einen anderen Gesprächspartner anbieten müssen als Ahmadinejad. Es ist an der Zeit für einen Dialog mit einem wahren, vom iranischen Volk gewählten Volksvertreter. Nur ein solcher kann im Ausland wie im Inland die Belange seines Volkes vertreten und wahren. Deshalb ersuchen wir die Bundesregierung und alle freiheitlichen demokratischen Länder dieser Welt darum: Erkennen Sie die Wiederwahl Ahmadinejads nicht an. Dieser Tage hat die Bundeskanzlerin Frau Angela Merkel in wohlgewählten Worten die ersten richtigen Schritte in diesem Zusammenhang unternommen. Es liegt an Europa, ein Volk wie das iranische, dessen Affinität für den Okzident historisch bekannt und verankert ist, einzuladen, sich erneut als einen Teil der Weltgemeinschaft zu betrachten. Für uns heißt es hier einmal wieder, dass es zu Ende geht mit dem, was wir fordern können. Wir können kaum mehr ausrichten zurzeit und mit den Mitteln, die man
ja, als im Ausland lebender Iraner oder auch interessierter Deutscher hat. Wir werden, ich werde jetzt einmal Kolale das Mikrofon geben, die weiter dazu erklären wird, was wir vorhaben, welche Schritte wir unternehmen wollen, damit wir nicht einfach nur hier solidarisch stehen, sondern weitergehen können. Es stehen uns Mittel zur Verfügung, die wir ausschöpfen sollten, und es steht der Weltgemeinschaft ein enormes Maß an Mitteln und Werkzeugen zur Verfügung, den Iran, die Wünsche seines eigenen Volkes näher zu bringen. Traurig genug, dass im Iran selbst die Wünsche des Volkes erst über Sprecher im Ausland an sie herangetragen werden müssen. Das, was im Iran zurzeit passiert, ist, dass ein Volk aufsteht, dagegen bevormundet zu werden. Wahlfälschung, wo erklärtermaßen 3 Millionen Stimmen mehr abgegeben worden sind als Wahlberechtigte es gegeben hat, kann man nicht akzeptieren. Wer dagegen protestiert, ist im guten Recht. Ich bin nachdrücklich der Auffassung, dass diese Wahl annulliert und wiederholt werden muss. Noch wichtiger aber ist, die Gewalt gegenüber denjenigen, die für ihre Rechte eintreten, muss beendet werden. Alle Menschen, die inhaftiert worden sind, müssen freigelassen werden. Heute versammelt vor dem Brandenburger Tor, um der Menschen zu gedenken, die im Iran eingesperrt sind, die zum Teil gestorben sind, bereits getötet wurden. Und diese Veranstaltung ist unter anderem ins Leben gerufen worden von einem gewissen Lutz Buklic, der einige der Veranstaltungen in Berlin organisiert hat. Es sind aber auch viele ehemalige Studentinnen und Studenten hier, Iranerinnen, die in Deutschland studiert haben und die sich einsetzen möchten für ein säkulares Iran. Mich beeindruckt die Veranstaltung sehr. Es werden Namen verlesen von eben diesen Menschen, die im Gefängnis sind oder gestorben bereits oder einfach vermisst werden. Weil, wie wir wissen, werden Leute einfach aus den Krankenhäusern abgeholt, bevor ihre Daten aufgenommen werden und verschleppt. Und wir wissen also nicht genau, wer wo ist. Eine der Frauen, die Namen verliest, ist Eva. Ich weiß immer nicht ihren Nachnamen. Und sie hat diese Listen besorgt von Reliable Sources sozusagen, von Amnesty International und Human Rights Watch. Und ich bin betroffen, wie schon die ganzen letzten Wochen zuvor, und habe große Sorge um meine Familie. در هر راه پیمایی و امشب من باید خیلی به خودم پیش بیارم که گریه نکنم چون الان اسامی فدایان راه آزادی در ایران را در هفته قبل خواندن اینجا و ما سکوت کردیم خیلی مشکله خیلی مشکله اینجا من میتونم بگم مثل هزار و شصت سال پیش انتخاباتی بود که امام حسین باخت و به زور شمشیر و خونریزی اون انتخابات انجام شد و امروز هنوز بعد از 1600 سال میگیم که لب تشنه شهید شدن و این شهدای ما این هم لب تشنه شهید شدن منتها تشنگی آزادی رو که فقط با آزادی جلوش میشه گرفت اینا جونشون برای آزادی و استقلال دادن متشکرم امیر حسین جهانی رحیم‌پور مهدی خردادی